Eine deutsche Kulturpolitikerin hat ihn heute mit Goethe verglichen. Das kann man übertrieben finden. Jedenfalls war Günter Grass aber ein Gigant der Literatur und der wohl bedeutendste deutsche Romancier des 20. Jahrhunderts. Er hat sich aber auch, wie wenige berühmte Künstler sonst, lautstark politisch engagiert und das über Jahrzehnte. Sein Image als moralische Instanz hat in den letzten Jahren allerdings Kratzer bekommen. Imogena Doderer und Katja Gasser mit einem Nachruf. Ein Schriftsteller, der das Einverständnis mit den Herrschenden sucht, ist verloren, hat Günter Grass einmal gesagt. Schriftsteller sein bedeutete für ihn in erster Linie Zeitgenosse sein. Wenn ich mich in all den Jahrzehnten engagiert habe und zu Wort gemeldet habe, sicher als Schriftsteller, aber in erster Linie als Bürger dieses Landes. Noch vor wenigen Wochen rief Günter Grass junge Schriftstellerkollegen dazu auf, sich mehr in gesellschaftspolitische Debatten einzubringen. Er war sehr liebenswürdig, offen, warmherzig. Das ist auch etwas, was ich von anderen, die ihn gut kannten, immer wieder gehört habe, wie warmherzig er war und wie er anderen helfen wollte. Der Nationalsozialismus und seine Folgen prägten Leben und Werk des 1927 in Danzig Geborenen. Sein Roman Die Blechtrommel, erschienen 1959, kongenial verfilmt durch Volker Schlöndorff, rüttelte die im Restaurationsgeist erstarrte Nachkriegsatmosphäre gehörig durcheinander. Und das sprachlich wie inhaltlich. Er ist eine Persönlichkeit gewesen, der die 60er Jahre politisch und intellektuell unglaublich stark geprägt hat. Günter Grass, Mitglied des legendären Literaturkreises Gruppe 47, avancierte schnell zum Gewissen der Nation. Sein politisches Engagement war stets getragen von sozialdemokratischen Positionen. Für kurze Zeit war er Mitglied der SPD. Er war persönlich sehr befreundet und war auch einflussreich mit Willy Brandt. War in der Sozialistischen Internationale, hat er so die Rolle des Kulturpapstes übernommen. 1999 erhält Grass den Literaturnobelpreis, 7 Jahre später dann der Skandal. In seinem Erinnerungsbuch beim Häuten der Zwiebel erwähnt Grass erstmals öffentlich seine 3-monatige Waffen-SS-Mitgliedschaft. Viele sahen darin das Ende einer moralischen Instanz. Günter Grass aber schrieb und polarisierte weiter. Für heftige Debatten sorgt über seinen Tod hinaus ein israelkritisches Gedicht, was gesagt werden muss, aus dem Jahr 2012. Wenn ich mich unsicher fühle in Deutschland oder auch angefeindet bin, dann bleibt mir immer die deutsche Sprache. Das ist mein Fundament. Günter Grass war ein machtbewusster Mann, der die Macht durchschaute, sie für sich zu nutzen wusste und zuweilen in ihre Fallen tappte. Zweifellos verliert die deutschsprachige Literatur einen ihrer charismatischsten Vertreter. Und der Tod von Günter Grass ist heute natürlich auch ein Schwerpunkt am Kulturmontag mit Clarissa Stadler. Wir erinnern mit einem ausführlichen Nachruf an Günter Grass. Unter anderem sprechen sein Kollege und Freund Robert Schindl und die Literaturkritikerin Sigrid Löffler über diesen Jahrhundertdichter. Zu Gast bei uns im Studio ist heute Hubert von Geusern, der sich mit einer Doku und einem neuen Album zurückmeldet, das ihn in die Südstaaten der USA geführt hat. In den Jemen führt uns eine Reportage der Oscar-nominierten Filmemacherin Sarah Ishak. Im Interview spricht sie über den aktuellen Krieg in ihrer Heimat und dessen schreckliche Folgen für die Bevölkerung. Außerdem erkunden wir die Zukunft des Karlsplatzes. Bis gleich. Danke, Clarissa Stadler. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute von den Zusehern auf Dreisat. Danke, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend noch aus Wien.